Hey meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare und heute will ich euch mal einen wirklich schweren Jungen zeigen und zwar den MBT-70, diesen Kampfpanzer, der ist heute unser Objekt der Begierde. Dieser Tier 6. Ist er nicht schön? Ist er nicht schnieke, du? Ja, glaube ich schon. Und dementsprechend schauen wir uns doch diesen jetzt mal en Detail an. Und ihr wisst's, wir lesen einfach mal, was uns Armored Warfare da so geschrieben hat. Dieser Kampfpanzer wurde als Joint-Venture-Projekt zwischen den USA und Deutschland entwickelt, um ein mit den T-54 und T-55-Panzern vergleichbares Modell zu kreieren. Das in den 60er Jahren entwickelte Fahrzeug wurde mit fortschrittlicher Technologie und einem extrem niedrigen Profil ausgestattet. Obwohl das Fahrzeug nicht der Serienreife erreichte, wird es als Urahne des Leopard 2 und des M1 Abrams angesehen. Ja, das kann man vielleicht so vom Turm und so von der Wanne und so ein bisschen den Details schon gut ablesen. Schaden pro Minute ist relativ gering, der Alpha-Schaden dafür aber sehr vernünftig. Man hat nämlich auch Raketen am Start. 1865 Hitpoints ist ganz ordentlich, die Manövrierfähigkeit mit 71 km Endgeschwindigkeit sehr ordentlich und 0 auf 32 km in knapp unter 7 Sekunden. Zielerfassung brauchen wir auch nicht thematisieren, wir wollen dieses schnieke Ding jetzt aber einfach mal im Gefecht sehen. Karte heißt Reaktor, die wir hier mit den MPT-70 haben. Und sind Top-Tier in dem 6er-5er-Gefecht. Joa, mal gucken, wie es denn so läuft. Da vorne sieht man ihn schon schön schloten, sozusagen. Mit der Gehfähigkeit ganz klassisch die Rauchgranaten, die wir haben. Ja, und ansonsten, so ganz weit entfernt, kann man schon so ein bisschen vielleicht den Leo entdecken. Ja, wir haben einen Leo 2 AV im Team. Wo ist er denn? Da ist er. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir haben hier auch ein schönes Ding. Nun also an die Front mit uns. Was? Gott sei Dank. Und wenn er in Schwung kommt, dann wird er nämlich auch ganz schön flott. Hier 60 km/h, schön ausbeschleunigt. Chieftain, pft. Was mache ich denn mit dem Chieftain? An die Front. Da ist schon die Arti offen. Da fliegen schon unsere Schüsse von unserer Arti. Ach, das soll schon ein bisschen Kratzer. Alles kein Problem. Jetzt werden wir uns hier mal einfach mal die erhöhte Position sichern. Und schauen, ob wir da auf blöd irgendwas finden. So wie den da. Na, schade. Muss ich aufpassen. Solange ich offen bin. Gerade auch in Anbetracht der zwei Artis im Spiel. Man sieht schon, unsere Arti hält dann gleich rein, sobald sie was sieht. Jetzt bin ich offen. Deswegen immer schön in Bewegung sein. Der MBT-70 neben mir, der hat gleich gesehen, was passiert, wenn man eben nicht in Bewegung ist. Ich werde hier die ganze Zeit aufgemacht, kriege aber selber leider nichts auf. Nicht so schön. Dementsprechend macht es hier auch keinen Sinn zu verweilen, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht hier mal so ein bisschen ranzufahren, weil wir haben ja einen potenten, direkten MBT. So, dementsprechend hier den ersten gleich setzen können. Nur auf die Art hier aufpassen, nach wie vor. Deswegen ein bisschen kuscheln. Ah, da ging daneben.
auf den Fox. Wenn er nochmal aufgeht, würde ich ihn ja sofort eine geben. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kommen sie nämlich von da wieder plötzlich. Na, komm ruhig vor. Aber wie gesagt, immer artig denken, bisschen Movement. Schießt der echt der Fox auf den? Der da hier so viele kleine Nadelstiche verpasst. Jetzt zieht er sich zurück. Jetzt hilft es nichts, jetzt muss ich da mal hin. Weil der Fox, der nimmt uns da die Stellung aber sowas von immer weg. So, weg mit dir. Auf die komme ich nicht da drüben, deswegen schauen wir einfach mal in die Richtung. Die auch nicht, deswegen kann ich jetzt wahrscheinlich dem Gegner da ein bisschen in den Rücken fahren. Das ist zumindest der Plan und ich habe ja ein recht mobiles Gerät. Kritischer Schaden an der Kette gemacht. Leider eine recht lange Nachladezeit mit ihm. Oh, da hinten kommt eine Kette. So, weg mit dir. Und jetzt der MPT-70 von hier drüben. Schnell weg, so dass er nicht mehr so leicht auf mich drauf kommt. Immer noch offen, da ist die Arti. Arti haut jetzt aber ab, kriegt aber noch eine mit. Und jetzt kommt hier die Rakete rein. Und jetzt von hinten auch noch eine. Jetzt muss ich auf den MBT-70 mal absolut schnell drauf. Ja, da bekomme ich es aber gut eingeschenkt. Ich hoffe jetzt mal, dass der Schieftender zuerst drauf geht. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Sehr gut, vielen Dank. Ich wollte nämlich absolut nicht sterben. Und reparieren will ich eigentlich auch noch nicht. Ich schieße ja ungern auf den Leo, aber in dem Fall vielleicht muss ich es tun. Wobei die alle nicht erreichen sind. Und der M60 da drüben dann schon. Warum komme ich jetzt hier? Muss echt aufpassen, ich bin halt so low HP. Haben Gott sei Dank keine Arti mehr. Lass mich jetzt schnellstmöglich mal ein bisschen hier
Fallen. Sehr spannend. Dass ich hier so gespottet bin und er nicht. Wir laden mal auf Heat. Mein Panzer ist auf jeden Fall mal mehr als angeschlagen. Das ist außer Frage. Und wirklich wissen, was ich tun soll, weiß ich gerade ehrlicherweise nicht. Auch echt Hilfe. So, Hilfe, Hilfe, ganz viel Hilfe. So, er hat geschrieben Spot, habe ich nun gemacht, gefühlt. Nein, jetzt habe ich mit Heat die falsche Munitionsart. So, jetzt werde ich mein letztes Stündchen geschlagen haben. Ja. Da war es auch passiert, wie zu erwarten war, nachdem hier da so viel um mich rum war. Aber ich glaube, ich für ein paar Aktionen muss ich vielleicht ja, entschuldigen, will ich nicht sagen, aber sie waren nicht so die cleversten. Aber unterm Strich hat es doch gereicht und es wird wahrscheinlich doch ein Sieg. Und zwei Kills habe ich auch noch dabei gemacht. Schau mal, ob mein Team das zum Sieg bringt. Aber sie sind halt auch alle extrem angeschlagen. 222 HP, 102 HP, 574 HP. Und der Gegner, der ist dann noch recht frisch. Nur der campende FVM, der hat noch richtig viel HP. Hat auch einen Totenkopf. Arti hält rein. Er deckt jetzt hier auf für die Arti. Das macht er auf jeden Fall. Aber wirken kann er halt nicht. Außer er würde hier so einen halben Suizid begehen. Was aber doch nicht unbedingt Sinn und Zweck des Ganzen sein soll. Arti trifft leider nicht so wirklich. Ja, jetzt doch. Na, jetzt blutet er langsam aus. So, und jetzt denkt sich der FVM, ich will auch noch einen Kill. Und trifft da den Schuss. Wahrscheinlich macht die Arti den jetzt aber weg. Nee. Big Sexy haut dazu. So, jetzt die Frage, wo ist der Bradley? Good job, Exploit Noob. So. Und jetzt eben mal gucken. Auf jeden Fall der Chieftain, der ist schon am Captain, das ist schon mal gut. Der ist auch flink, also die Geschwindigkeit, wie es hier rüberkommt, ist schon nochmal was ganz anderes. Stelle ich jedes Mal wieder fest. Aber weil wir sehen, wir würden es durch Captain nicht bekommen. 2 Minuten 50 dauert es noch. Und die Runde sind noch 2:20. Und jetzt ist er da unten offen.
es wird nochmal knapp, echt. 2 minutes, guys. Man kann hier natürlich deutlich kettenschonender und panzerschonender irgendwo da runterfahren. Der MBT-70 fährt jetzt drauf. Und er kommt jetzt von hinten. Er muss da jetzt Gas geben. So, jetzt hat der Bradley den ersten... Oh, jetzt und den zweiten direkt. Und jetzt will er sich wohl da verdünnisieren. Aber jetzt bekommt das von hinten. Erster Hit sitzt. Aber der macht halt auch Schaden. Zweiter Hit sitzt. Und jetzt... Wo ist er? Wo ist er? Mach ihn weg! Ketten sind leider derangiert. Und er ist echt weggekommen. Unglaublich eng. Da ist er. Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Nein, das gibt's doch nicht. 25 Sekunden. Und jetzt verkriecht er sich hier tatsächlich noch. 9 Sekunden. Und er macht den Sieg klar. Boah, ist das knapp gewesen. Aber man muss attestieren, der M2 Bradley hat sich hier nochmal gestellt. Also er hätte auch wirklich noch wegfahren können. Und jetzt schauen wir doch mal, wie die Runde unterm Strich sich verhält. Was ich denn da so gerissen habe. Ob ich dann, ob es gefühlt spannender für mich selber war, als es tatsächlich war, oder ob es dann vielleicht doch eine hoffentlich einigermaßen ansehnliche Runde war. Ja. 2227 Schaden gemacht. Ich habe 9 erspäht, 4 Assists gemacht. Mit Premium 180.000 Credits und 2740 Erfahrung. Die Performance sieht man hier ganz schön, wen ich gespottet habe, wen ich wie angedatscht habe. Im Team bin ich von den XP ganz gut dabei gewesen, habe mich hier auf den 3. Platz gefahren und auch beim Schaden bin ich 3. Aber Big Sexy hat es hier gerissen, ganz klar. Lob und Anerkennung, auch wenn ich einen Camper normalerweise nicht unterstütze. Aber egal, hier war es jetzt sehr hilfreich, deswegen ausnahmsweise lassen wir das so gelten. Ja, das war der MBT 70. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.